Moin Moin aus der Cinema-Redaktion, mein Name ist Philipp Schulz und ich melde mich heute mit den Tops und Flops der Kinowoche. Wobei, so viele Flops gibt es eigentlich nicht wirklich, stattdessen gibt es doch eine Menge Tops. Ich habe da mal einen rausgesucht, den ich auf jeden Fall am besten fand, und das ist Edge of Tomorrow, ein neuer Film mit Tom Cruise. Das ist so eine Art und täglich grüßt das Murmeltier als Science-Fiction-Spektakel-Variante. Im Mittelpunkt steht der PR-Offizier Bill Cage, der ja überraschend von seinem Vorgesetzten an die Front geschickt wird, als Kanonenfutter. Denn sogenannte Mimics, also Tentakel-Aliens, haben die Invasion der Erde begonnen und reiben die menschlichen Streitkräfte auf, so auch Bill Cage. Er fällt gleich, nachdem er an der Front angelangt ist, nur anstatt zu sterben, landet er in einer Zeitschleife und erlebt diesen einen Tag, seinen letzten Tag, immer wieder aufs Neue. Das Gute daran, er kann sich nach und nach zu einem Elite-Soldaten mausern, der das Schicksal der Welt in seinen Händen hält. Regisseur Doug Liman, der hat hier so eine Art Starship Troopers meets und täglich grüßt das Murmeltier meets der Soldat James Ryan inszeniert, und das ist wirklich ein intelligentes und ein explosives Sci-Fi-Spektakel geworden. Und das Gute daran, obwohl man diesen einen Tag von Bill Cage immer wieder aufs Neue durchlebt als Zuschauer, wird es nie langweilig, denn Lerman hat der Geschichte oder fügt der Geschichte immer wieder neue Ereignisse, neue Dialoge und andere Perspektiven hinzu, und somit wird diese progressive Held-Genese von Bill Cage, die wird überhaupt nicht langweilig, sondern haut einen wirklich aus dem Sitz. Im Gegensatz zu den 3D-Effekten, die waren eher mau und lohnen sich leider das Geld nicht wirklich. Zeitgleich zu Edge of Tomorrow startet auch Maleficent, ja, so ein Märchenfilm mit Angelina Jolie, und A Million Ways to Die in the West, der neue Film von Ted-Regisseur Seth MacFarlane, für die Freunde der etwas derberen Humors. Also in dieser Woche ist für die Kinofans eine Menge versammelt. Abwechslungsreiches Kinowochenende kann man da auf jeden Fall verbringen. Ich jedenfalls würde den Edge of Tomorrow ans Herz legen, der hat mir persönlich am besten gefallen. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Cinema-Redaktion, Ihr Philipp Schulze.